Servus. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des Deutschen Museums. Ich freue mich, heute einmal wieder live aus unserem Museum euch hier begrüßen zu dürfen. Diesmal aus der Abteilung Kraftmaschinen. Mein Name ist Karl und stellvertretend für alle Kinder, die heute nicht ins Museum kommen können und leider auch noch etwas länger warten müssen, habe ich jemanden an meiner Seite und das ist die Amelie. Amelie, stell dich doch mal bitte kurz vor. Hallo, ich bin die Amelie, ich bin 10 Jahre alt und heute im Deutschen Museum in der Abteilung für Kraftmaschinen und da wird mir der Karl ein bisschen was darüber erzählen. Ja, das haben wir vor. Amelie, wenn du jetzt Kraftmaschinen hörst, eine Vorstellung davon, was kann sowas überhaupt sein? Hast du da schon mal Gedanken gemacht? Dampfmaschinen und ja. Wind, also Windmaschinen, also Windräder. Also das heißt, wir müssen erstmal definieren, was ist überhaupt eine Kraftmaschine? Und ganz einfach gesagt, eine Kraftmaschine ist eine Maschine, da stecken wir eine Energie hinein und du hast schon einige genannt, die wir nutzen können. Und dann kommt Arbeit dabei heraus, die wir nutzen können. Und was meinst du, was wäre die älteste Kraftenergie, die die Menschen genutzt haben, um solche Maschinen zu nutzen, zum Beispiel zum Korndreschen vor Tausenden von Jahren? Die Idee? Muskelkraft? Ganz genau, die Muskelkraft. Entweder die Muskelkraft von Menschen oder Tieren. Und dann komm doch mal bitte mit und ich zeig dir mal hinten an dem Bild, wie sowas aussehen kann. Schau mal. Stell dir vor, du wärst jetzt hier, würdest dort gelebt haben vor ein paar hundert Jahren. Auf einem Bauernhof vielleicht und ihr müsst das Korn dreschen, damit aus den Ähren, damit dann irgendwann aus den Körnern Mehl gemacht werden kann. Und da haben wir hier schon so eine Kraftmaschine, die ist schräg gestellt, siehst du, nicht eben. Denn hier der Ochse oder ein Pferd, je nachdem was wir haben, oder Esel, können dann hier Arbeit verrichten und damit wird dann zum Beispiel das Korn gedroschen. Tja, warum ist das denn wohl so schräg und nicht eben? Vielleicht damit der Ochse schneller läuft? Damit er schneller läuft? Ja, also ungefähr. Aber da können wir noch die Gewichtskraft ausnutzen. Das heißt, wenn wir auf der Schräge sind, die Erde zieht uns ja nach unten und das Gewicht des Ochsen, der ja sehr schwer ist, ein paar hundert Kilogramm, das hilft ihm noch beim Bewegen dieses Tretrades. Und du wirst es nicht glauben, wir haben ja ein Tretrad. Das sieht etwas anders aus. Und da würde ich dich gerne mal reinstecken. Hast du Lust? Ja. Ja, gut. Dann schauen wir uns das mal an. Das ist vom Prinzip genau gleich wie das andere. Wir haben hier die Lauffläche. Wir haben eine Bremse, Schwungrad, womit dann eine Maschine angetrieben wird. So, Amelie, und jetzt gehen wir wieder rauf. Aber immer schön festhalten. Ja, vorsichtig sein. Und jetzt beweg mal dich. Das wird etwas schwierig. Die Amelie hat nicht so eine hohe Gewichtskraft. Und wir sehen, alleine mit der Muskelkraft können wir die Maschine nutzen. Aber was passiert jetzt, wenn die Amelie immer schneller und schneller da läuft? Dann könnte die Maschine kaputt gehen. Und deswegen müssen wir sie manchmal etwas bremsen. Da ist hier eine Bremse eingebaut. Aber wenn jetzt Amelie, wenn jetzt immer hier jeden Tag, wenn die Maschine im Einsatz ist und du läufst, hier einer stehen muss, der immer bremst, nichts anderes zu tun hat, können wir die nicht noch anders einsetzen? Könnten wir nicht irgendwie noch da was erfinden, dass der nicht hier immer stehen muss? Genau das hat man gemacht. Und da müssen wir nach vorne, lauf nochmal. Ich helfe nochmal. Danke. Bring dich in Schwung. Und damit eben nicht, während die Maschine im Betrieb ist, da dauernd ein Mensch stehen muss, hat man später hier eine mechanische Bremse entwickelt, eine Fliehkraftbremse. Und wenn die Amelie immer schneller laufen würde, würde die quasi wie beim Auto die Backen nach außen bringen und das Ganze bremsen. Ich danke dir. Jetzt mal eine Frage, hättest du da Lust, stundenlang hier zu laufen, um Arbeit zu verrichten? Nee. Nee, ich auch nicht. Macht sicherlich fit, aber das müssen wir nicht machen. Dann nutzen wir doch lieber etwas anderes. Du hattest das ja schon erwähnt. Was wären die nächsten Energien, die man dann genutzt hat im Laufe der Zeit? Du sagtest Wasser und Wind.
Was meinst du, welches war eher da? Windkraft oder Wasserkraft, die man genutzt hat? Hast du eine Überlegung? Wasserkraft? Genau. Bevor man die Windkraft genutzt hat, hat man die Wasserkraft genutzt. Und da schauen wir uns hier mal so ein Schöpfrad an. Die Kollegen haben das auch schon schön angestellt. Das Wasser, was jetzt kontinuierlich hier auf die Schaufeln geht, dreht hier diese Welle. Wenn wir mal oben schauen, würde sich dort ein Mühlstein drehen und da könnten wir das Korn hineingeben und dann müssten wir nicht selber das Mehl mahlen, sondern wir lassen das eine Maschine für uns machen. Und das sieht schon fast so aus, das könnte man fast sagen, ist der Vorläufiger von heutigen Turbinen. Später, wir gehen gleich nachher auf die andere Seite unserer Abteilung, da siehst du dann ein riesiges Wasserrad, da hast du bestimmt schon mal gesehen, bist du schon mal im Urlaub gewesen. Solche Wasserräder, die wir nachher sehen, die waren riesengroß, teilweise auch im Bergbau. Und dann nutzen wir die Windkraft. Schau mal, diese Windmühle sieht ja etwas anders aus als die, die wir sonst normalerweise sehen und kennen. Und zwar ist das eine Horizontalwindmühle. Bleib du mal bitte dort stehen. Schön vorsichtig. Und jetzt schau doch mal hier direkt gerade durch. Von wo meinst du, kommt der Wind? Von hier. Was passiert denn, wenn der Wind von hier kommen würde? Dann würde es in die andere Richtung? Nee, leider nicht. Bei dieser Windmühle haben wir leider nur eine Windrichtung, die wir nutzen können. Und hier haben wir so einen riesen Trichter, haben die Menschen früher gemauert. Im 7. Jahrhundert hat man die schon genutzt. Und der Wind kommt hier rein, wird quasi eingefangen. Und jetzt guck doch mal genau in diese Linie auf. Wenn du siehst, das kommt nicht in die Mitte vom Wasserrad, oder? Sondern der Wind wird nur auf die eine Seite geleitet. Denn was würde passieren, wenn der Wind einfach komplett frontal auf diese Windräder trifft? Die würden sich gegenseitig blockieren. Also müssen wir den Wind. Und damit du auch mal siehst, was man damit gemacht hat, schauen wir unten mal. Da unten sehen wir dann, dort wäre wieder ein Mühlstein angetrieben worden. Und aus dem Korn, was man geerntet hat, kann man Mehl zum Backen fabrizieren. Cool. Das war schon eine sehr, sehr gute und große gute Hilfe. Aber hinter mir steht ja noch was Größeres. So eine Windmühle schon mal gesehen? Einmal schon. Ja, wo? Ja. In der Serie. In der Serie, genau. Wir sehen die meistens, wenn wir nicht gerade in Amerika wohnen, dort in Texas zum Beispiel, dann sehen wir sie in alten Western. Das ist so eine Windmühle. Damit kann man dann Wasser zum Beispiel aus dem Boden pumpen. Und du siehst hier hinten, der Wind würde jetzt von vorne kommen. Das Ganze dreht sich. Und dann siehst du da hinten eine große Fahne. Wofür ist die wohl da? Hast du eine Überlegung? Damit es stehen bleibt und nicht weggeweht wird? Nee, nicht ganz stehen bleiben. Nach Möglichkeit soll es ja nicht. Das ist deine Fahne, die große Fahne. Die dreht unser Windrad immer in den Wind. Und schau mal, hier an dem Modell kann ich dir das zeigen. Der Wind kommt jetzt von hier. Das Rad dreht sich. Aber was passiert denn, wenn jetzt plötzlich der Wind aus dieser Richtung kommt? Der trifft hier auf die große Fahne, auf das Blech. Dann gibt es hier Druck. Und dadurch dreht sich dann die gesamte Windmühle hier in den Wind. Und jetzt kann sie sich wieder drehen. Das heißt, das führt das Windrad nach. Es hat also, ist also nie außerhalb des Windes. Nun kann aber der Wind ja immer zum Sturm werden, ein kleiner Wind. Das heißt, irgendwann würde sich vielleicht dieses Windrad so schnell drehen, dass es kaputt geht. Das wollen wir ja auch nicht. Nee. Du oder alle anderen, die uns zuschauen, habt vielleicht schon mal auf YouTube ein Video gesehen von heutigen Windrädern, die plötzlich im Sturm kaputt gehen, wo die Windflügel abfallen. Falls eben der Wind zu heftig ist. Das hätte hier auch passieren können. Und da hat man etwas konstruiert. Heute machen wir das elektronisch. Wir werden die Windgeschwindigkeit messen
Und dann wird einfach, wenn die Windgeschwindigkeit so hoch ist, das Windrad abgestellt und elektrisch aus dem Wind gedreht. Früher hat man das anders gemacht. Schau mal, hier ist noch so eine kleine Fahne. Ja. Die ist ja nicht ganz so groß wie die Hauptfahne. Und wenn der Wind jetzt von hier immer stärker wird, der Winddruck immer höher, dann passiert Folgendes. Diese kleinere Fahne dreht das Windrad aus dem Wind. Und jetzt kann der Wind hier vorbei, auch der Sturm, und das Windrad wird nicht zerstört. Das ist also ein Schutzmechanismus. Heute, wie gesagt, machen wir das elektronisch. Tja, dann schauen wir doch mal drüben hin. Da haben wir ja noch ein wunderbares großes Rad. Übrigens, Amelie, wenn Fragen sind, ja, immer fragen. Ja, und hier sehen wir schon Windmühlen, die kommen uns bekannter vor. Ja, wer mal im Urlaub in Griechenland war, wird vielleicht diese Typ schon mal gesehen haben, auf einer der griechischen Inseln. Und diese hier, vor allem die dort hinten, die kommt in Norddeutschland, wenn ihr mal, da sehen wir sie häufiger, nicht? In Friesland zum Beispiel oder in den Niederlanden, die sehen schon bekannter aus. Aber schau mal, das ist doch schon ein bisschen größeres Wasserrad als unser kleines Schöpfrad drüben. Ja. Ja, was meinst du, wie groß im Bergbau zum Beispiel, in Norddeutschland gibt es eine Bergbauregion, da hat man Wasserräder auch in der Erde eingesetzt, um Pumpen hochzuholen, denn im Bergwerk darf kein Wasser stehen, sonst kann man nicht arbeiten. Und die waren bis zu 11 Meter groß, 12 Meter teilweise. Wie groß bist du? Ich bin 1,42 Meter. Jetzt müsste ich rechnen, ich könnte nur so 8 Mal aufeinander stellen, ja, und dann hätten wir den Durchmesser von so einem Wasserrad. Und schau mal, ganz wichtig, das Wasser wird hier von oben auf das Wasserrad gegeben. Und dann dreht es sich in eine Richtung und damit die Pumpen laufen, dreht sich das 24 Stunden im Bergbau zum Beispiel 7 Tage die Woche. Da brauchen wir viel Wasser. Das sollte da in der Region dann immer gut regnen, dass wir Wasser haben. Aber da kommt das Wasser von oben. Ich nenne dir jetzt einfach mal den Fachbegriff. Das nennt sich ein oberschlächtiges Wasserrad. Aber wir kennen ja auch andere Wasserräder an der Mühle zum Beispiel, die im Fluss stehen. Von wo kommt das Wasser dort? Aus dem Fluss. Aus dem Fluss, aber von unten. Nicht? Und was meinst du, wenn das ein oberschlächtiges Wasserrad ist? Wie könnten wir denn das Fachwort nennen und konstruieren? Unterschlächtiges Perfekt, Wasser. Amelie. Das sind dann unterschlächtige Wasserräder. Und, liebe Amelie, liebe Kinder, mit diesen Worten, da könnt ihr gleich bei eurer nächsten Führung punkten, egal in einer Wassermühle oder hier im Museum, wenn ihr diese Begriffe kennt. Oberschlächtiges Wasserrad oder unterschlächtiges Wasserrad. Okay. Perfekt. Ja? Und dann werden alle, die euch eine Führung geben, erstmal anschauen, wo ihr dieses Wort wieder habt. Ja, das kennen nicht viele. Aber jetzt haben wir Wind, wir haben Muskelkraft von Menschen und Tieren. Wir haben die Wasserkraft genutzt. Das sind ja auch alles Ressourcen, Energien. Wind, Wasser, die wir auch heute nutzen möchten und vermehrt nutzen möchten. Tja, und dann geht die Entwicklung weiter. Dann kommen wir in den Bereich. Sonnenenergie? Bitte, Entschuldigung. Sonnenenergie? Ja, Sonnenenergie nutzen wir heute auch, richtig. Damals war das noch nicht so möglich im 18. Jahrhundert. Da hat die Sonne schön geschienen, aber man konnte damit eben durch Kollektor noch keinen Strom erzeugen. Also war das noch nicht in die Frage, sondern da hat man etwas anderes entwickelt, womit wir heute ja auch noch zu tun haben. Zum Beispiel ein Feuer machen, einen Kessel draufsetzen mit Wasser, vereinfacht gesagt. Und was passiert, wenn das Wasser ordentlich heiß gemacht wird? Dann kocht es und dann was? Kocht es. Und was kommt oben raus? Dampf. Dampf, richtig. Und dann kommen wir quasi zur nächsten Sache, der Dampfmaschinen im 18. Jahrhundert. Und hier sehen wir einige bei uns in der Abteilung. Dort hinten, schau mal, haben wir quasi unseren Kochtopf für die Maschine, wie in der Küche. Dort in dem Kessel ist Wasser. Ist Wasser.
Und da unten war, glaube ich, das Feuer. Richtig, und dann hier kann man Feuer machen. Alles wird erhitzt und der Wasserdampf, der geht jetzt nicht einfach raus in die Umgebung. Und bitte immer Vorsicht in der Küche, wenn Wasser kocht, auch beim Wasserkocher, wenn wir uns einen Tee machen, der ist heiß. Nicht 100 Grad heiß, also bitte immer Vorsicht, liebe Kinder. Und durch diese Rohrleitung würde dann der Dampf auf die Dampfmaschine geleitet. Einer der ersten, wo das funktioniert hat, das war ein Herr Newcomen in England. Der hat eine Dampfmaschine entwickelt, die war aber noch nicht so ergiebig und so leistungsfähig. Aber die hat man auf Kohlebergwerken benutzt, damit wieder Wasser aus dem Bergwerk gepumpt wird. Ich habe eine Frage. Bitte. Wann wurde denn die erste Dampfmaschine erfunden und gebaut? Das wäre in der Tat eine Dampfmaschine, die funktioniert hat, noch nicht hundertprozentig. Das war eben tatsächlich der Herr Newcomen. Und ich hab's gut, wir stehen nämlich gerade hier vor der Tafel, schau mal. Das war 1712. Und dann geht es ja weiter. Alle kennen den Namen Watt, James Watt. Der hat dann 1765 das Ganze weiterentwickelt. Aber erst Ende 18. Jahrhundert, 1788, hat er eine Maschine entwickelt, die auch wirklich total gut einsetzbar war. Und von daher sagen wir, die Maschine, die am ersten mit einem hohen Wirkungsgrad die gute Arbeit verrichtet hat und man die verlässlich gelaufen ist, wäre dann die Watt-Dampfmaschine. Jetzt haben wir ja Watt. Und der Herr James Watt, der wollte ja seine Dampfmaschinen auch verleihen. Wie setze ich aber den Preis fest? Und da hat der Herr Watt überlegt, was könnte man machen? Und davor hat man ja viel mit Pferdekraft gearbeitet. Pferdekraft. Und da kam der Herr Watt auf eine Idee und hat sich gedacht, wenn jetzt ein Bergwerk zum Beispiel für die Pumpen Pferde eingesetzt hat, meinetwegen 4 Pferde, und meine Maschine ist genauso stark wie 4 Pferde, dann müssen die bezahlen für diese Arbeitsleistung. Und wenn eine Maschine von James Watt, eine Dampfmaschine, 4 Pferde ersetzt hat, dann gibt es eine Einheit, dann hat die 4 PS. 4 Pferdestärken. Das ist eine alte Einheit, die ist schon ersetzt worden. Bei Autos ist das manchmal noch, nicht? Und dann sehen wir nochmal, oh, es hat 180 PS. Also eine Maschine, die hat die Seismeleistung quasi, wenn das Auto 180 PS hat, dann müsste man für diese Leistung 180 Pferde davor spannen. Danach hat er das Ganze entwickelt. Und jetzt schauen wir uns mal so eine große Maschine oder eine etwas größere in Bewegung an. Und da bin ich froh, dass ich die nicht anschalten muss, sondern dass ich unseren lieben Kollegen, den Herrn Opperer, bitten darf, mir einmal die Maschine oder uns einmal anzustellen. Und dann schauen wir. Super. Jetzt ist das ja erstmal etwas unscheinbar. Was meinst du, wo kommt der Dampf her? Da aus diesem. Genau, hier ist die Rohrleitung. Jetzt stellen wir uns mal vor, dort hinten in dem Kessel, den wir gerade gesehen haben, wird der Dampf erzeugt, durch Rohrleitungen hier reingeleitet, geht hier in den Zylinder, der wird von dem Dampf runtergedrückt, von dem Dampfdruck, und dann, die Mechanik, geht er wieder nach oben, unten wird der Dampf wieder ausgeschüttet. Und dann geht diese Seite immer rauf und runter. Jetzt wollen wir aber nicht, dass diese Seite auch immer rauf und runter geht, sondern die soll eine Drehbewegung erzeugen. Wenn du das so siehst, wie sich das Ganze hier bewegt, oder nicht nur du, Amelie, auch die Kinder zu Hause, die zuschauen, an was erinnert euch das vielleicht aus eurem täglichen Leben? Wenn wir einmal diesen Balancier anschauen, dann hier die Bewegung. Gibt es sowas auch auf dem Spielplatz? So ein Balancier. So eine Schaukel, die so... Genau, so eine Wippe, nicht? Man setzt sich auf beide Seiten, runter, rauf, runter, beidseitig. Auf dem Spielplatz muss einer immer noch mithelfen. Hier haben wir das mechanisch gelöst. Und das ist nichts anderes, dasselbe Prinzip wie beim Fahrradfahren. Du trittst in die Pedale, dadurch wird Bewegung erzeugt und über eine Kette hinten auf das Hinterrad übertragen. Und dann rollen wir vorwärts.
Hier wird das Ganze in eine Drehbewegung übersetzt. Und da hinten, siehst du das kleine Rad mit dem Riemen drauf? Da können wir dann solch einen Riemen anbringen und zu einer anderen Maschine in eine große Halle führen und dann dort andere Arbeiten für uns verrichten lassen. Tja, aber hier ist auch das Problem, wie bei dem Windrad. Was passiert, wenn der Dampfdruck immer größer wird? Das bewegt sich immer schneller rauf und runter. Was kann wieder passieren? Sie geht kaputt. Sie geht kaputt. Wollen wir nicht. Also müssen wir hier was konstruieren, dass der Dampfdruck geregelt wird. Und da schauen wir nach da oben. Siehst du die beiden Kugeln, die sich mitdrehen? Das nennt sich, ich weiß, es ist ein Fachwort, einen Fliehkraftregler. Fliehkraft, ja, wenn wir uns schnell drehen, treibt uns das nach außen, vereinfacht gesagt. Und das ist im Prinzip, ja, warst du schon mal im Kettenkarussell? Ja. Ja. Wenn sich das Kettenkarussell langsam dreht, dann machen wir erst kleine Kreise. Und was passiert, wenn das Kettenkarussell immer schneller dreht? Dann machen wir größere Kreise. Dann ziehen wir größere kleine Kreise und wir werden so nach außen getragen. Und genau das Gleiche würde hier bei diesem Regler funktionieren. Die Maschine dreht sich immer schneller, die Gewichte werden nach außen getragen, getrieben. Und dann, wenn die Werkgeräte aber nicht ganz, dann haben wir hier ein Gestänge und der Dampf wird abgeriegelt. Und somit regeln wir quasi hier die Drehzahlen, damit die Maschine nicht zu schnell läuft und damit sie nicht kaputt geht. Jetzt wäre es aber doch auch mal interessant, hier reinzuschauen, nicht wahr, oder? Ja. Aber wenn da so ein Kasten ist, Dampf, sage ich, kommt da rein. Wie sieht denn sowas aus? Da gehen wir mal zur nächsten Maschine. So. Und die machen wir wieder aus. So. Dann gehen wir mal hinten gleich ans Ende der Halle und schauen uns die riesige Maschine an. Schau mal, Amelie. Ja, die ist jetzt schon ein bisschen größer, nicht wahr? Der Kolben ist auch viel größer. Da brauchen wir natürlich mehr Dampf. Und lieber Sepp, darf ich dich noch einmal bitten? Ich danke dir. Und dann sehen wir gleich, hier kommt wieder Dampf rein. Der Dampf geht oben rauf, drückt den Kolben runter. Und dann haben wir eine Ventilsteuerung. Dann wird der Dampf quasi umgesteuert. Einmal jetzt oben rauf, dann unten. Und jetzt können wir auch endlich mal sehen, wie der Kolben sich in einer Dampfmaschine bewegt. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei der kleinen Maschine. Hier bei dieser großen Maschine der Firma Sulzer aus der Schweiz. Oder wenn wir damit ein Schiff antreiben. Und hat diese Maschine auch einen Regler, damit nicht der Dampfdruck zu hoch wird und die Maschine zu schnell wird? Schau dir das mal an. Schau mal um. Findest du den? Ja. Ja, wo ist er? Da hinten. Genau, da hinten, die Kugeln wieder, nicht? Ganz genau, super, Amelie. Also das selbe Prinzip. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir uns einfach nochmal eine große Maschine an, die in einem Schiff eingebaut war und wo wir noch was dran sehen können mit den Kolben. Und dann gehen wir einfach mal hier rauf. Vorhin haben wir immer nur bei den Maschinen einen Zylinder gesehen. Die technische Entwicklung geht ja weiter. Und dann haben wir hier plötzlich drei Zylinder. Aber sag mal, die sehen ja alle unterschiedlich groß aus, oder täusche ich mich da? Schau dir die mal genau an, von links nach rechts. Werden die nicht größer? Ja. Ja, ne? Was hat das damit auf sich? Wir sagen ja, der Dampf wird erzeugt und baut Druck auf.
Und dann haben wir hier erst, das nennt sich der kleinere oder der kleinste bei dieser Maschine, ist der Hochdruckzylinder. Das heißt, wir haben den kleiner, Abstand, Kolben, Deckel, der Dampf geht rein, der Dampf verrichtet seine Arbeit, dehnt sich aus, der Kolben geht nach unten. Das heißt, der Dampf hat sich jetzt in seinem Volumen im Umfang vergrößert. Und das wird jetzt in den nächstgrößeren geleitet. Da kann er nochmal sich entspannen und größer werden. Und dann geht er in den ganz großen und dort entspannt er sich zum Letzt, bis wir nichts mehr damit machen können. So haben wir drei verschiedene Zustände hintereinander geschaltet. Deswegen nennt man sowas eine Verbundmaschine. Ich erwähne es einfach mal, muss man jetzt nicht unbedingt behalten. Aber diese Maschine in einem deutschen Schnellboot eingebaut, die hatte immerhin schon 1000 PS. Und dann schmeißen wir die noch mal kurz an. Und dann gibt es einen neuen Beruf. So eine Maschine muss ja gewartet werden. Und Amelie, stell dir jetzt mal vor, nach der Schule für 1905 vielleicht, wärst du hier an der Maschine, hättest eine Ölkanne in der Hand und müsstest immer fleißig alles ölen, was sich dreht, damit es nicht kaputt geht. Und das war ziemlich laut in so einem Maschinenraum. Da herrschten auch hohe Temperaturen. Was meinst du? Waren da angenehme 20 Grad Celsius? Ich glaube, da waren 35 Grad. 35 Grad? Da waren 50 Grad manchmal plus. Und stell dir mal vor, in der Schule bei 50 Grad plus macht schon draußen, wenn die Sonne scheint, oder bei 40 keine Lust, ne? Bei der Arbeit ist das auch nicht angenehm. Und dann mussten die aber tatsächlich früher bei 50, 60 Grad Wärme manchmal extrem, waren das dann schon, arbeiten. Also ganz schön heftige Arbeitsbedingungen. Da haben wir es heute zum Beispiel besser. Gut, Amelie, ich bedanke mich bei dir. Wir sind damit am Ende unseres kleinen Rundgangs. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, hat mir. Stellvertretend mal, ich danke dir. Und natürlich, wir treffen uns, wenn das Museum wieder geöffnet ist, hier im Hause. Und wer Interesse gehabt, wer neugierig geworden ist, mehr von Dampfmaschinen und Kraftmaschinen zu erfahren, der kommt dann ins Haus, wenn es wieder geöffnet ist, und nimmt an einer roten Punktführung teil. Und die Kollegen werden noch viel mehr berichten. Vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.